Von meinem Opa will ich erzählen. Voss hat er geheißen. 1888 ist er geboren und ist 102 Jahre alt geworden. So alt wird kein Schwein, haben wir immer gesagt, und dann hat er gelacht. Koch und Konditor hat er gelernt und beim König von Bulgarien hat er mal gekocht. Den gab's damals noch. Seine Frau hat er kennengelernt im Hotel Adlon in Berlin. Da haben die beiden gearbeitet. Im Zweiten Weltkrieg ist er nicht mehr Soldat gewesen. Da war er schon zu alt. Aber im Ersten Weltkrieg, da ist er dabei gewesen. Da hat er den Pferdewagen gefahren mit der Gulaschkanone hinten drauf. Und die Leute hört man sagen, als er kam in seinem Wagen: "Da schau her, der Voss, da kommt er angebraust." Und die Leute hört man sagen, als er kam in seinem Wagen: "Da schau her, der Voss, da kommt er angebraust." Einen kleinen Lastwagen aus Holz hat er mir mal gebaut, das weiß ich noch. Er selber ist immer zu Fuß gegangen, schnell ist er gegangen. Mr. Flott haben sie ihn genannt, und als wir dann da waren, die Enkelkinder, haben sie ihn Opa Flott genannt. Seinen eigenen Betrieb hat er gehabt. Restaurant, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen, alles selber gebacken und gekocht. Kleines Hotel war auch dabei, viel Arbeit. So richtig reich ist er nicht dabei geworden, aber es war okay. Weit über 70 war er schon, als er damit dann aufgehört hat. Und die Leute hört man sagen, als er packt in jenen Tagen: "Da schau her, jetzt macht der Opa Voss die Lichter aus." Und die Leute hört man sagen, als er packt in jenen Tagen: "Da schau her, jetzt macht der Opa Voss die Lichter aus." Kleinen Zigarrenladen hat er dann gehabt. Und wenn er Weihnachten zu meiner Mutter kam, kam er Heiligabend immer erst ganz spät, weil tagsüber ja das Geschäft noch auf war. Und am ersten Feiertag hat er dann die Gans gebraten. So bis 96, da hat er noch alles selber gemacht. Dann wurde es weniger. Mit dem Hören wurde es schlechter und mit dem Laufen ging es auch nicht mehr so gut. Und wenn er so saß in seinem Sessel und wir haben ihn gefragt, wie es ihm geht, dann hat er gesagt: "Wenn man so sitzt, dann geht's." Und dann hat er gelacht. Und eines Tages ging es dann nicht mehr. Und die Leute hört man sagen, als sie ihn zum Friedhof tragen: "Da schau her, jetzt geht der alte Voss nach Haus." Und die Leute hört man sagen, als sie ihn zum Friedhof tragen: "Da schau her, jetzt geht der alte Voss nach Haus." Jetzt geht der alte Voss nach Haus.